Bei der Photosynthese kommt es auf die Chloroplasten an. Ohne die Photosynthese wäre die Welt arm dran. Bei der Photosynthese wird aus CO2 zu der Photosynthese. Findet ihr mehr in der Bücherei? In den Chloroplasten sind Thylakoide und diese beinhalten Chlorophyll. Und deshalb wird das Blatt ganz grün. Dadurch wird das Blatt so richtig schön. Mit Wasser zusammen und CO2 und Sonnenlicht, da passiert was bei. Mit Wasser zusammen und CO2 und Sonnenlicht, da passiert was bei. Bei der Photosynthese kommt es auf die Chloroplasten an. Ohne die Photosynthese wäre die Welt arm dran. Bei der Photosynthese wird aus CO2 zu der Photosynthese. Findet ihr mehr in der Bücherei? Der erste Teil benötigt Licht. In ihm wird Wasser gespalten und Sauerstoff wird freigesetzt. Das konnte man nicht begreifen. Die entstandene Verbindung heißt Adenosintriphosphat. Diese chemische Verbindung heißt Adenosintriphosphat. Bei der Photosynthese kommt es auf die Chloroplasten an. Ohne die Photosynthese wäre die Welt arm dran. Bei der Photosynthese wird aus CO2 zu der Photosynthese. Findet ihr mehr in der Bücherei? Der zweite Teil findet im Stromer statt. Er braucht kein Licht, er läuft im Dunkeln ab. Aus H2O und CO2 wird Traubenzucker in Windeseil. Bei der Photosynthese kommt es auf die Chloroplasten an. Ohne die Photosynthese wäre die Welt arm dran. Bei der Photosynthese wird aus CO2 zu der Photosynthese. Findet ihr mehr in der Bücherei? In den Chloroplasten sind Thylakoide und diese beinhalten Chlorophyll. Und deshalb wird das Blatt ganz grün. Dadurch wird das Blatt so richtig schön. Mit Wasser zusammen und CO2 und Sonnenlicht, da passiert was bei. Mit Wasser zusammen und CO2 und Sonnenlicht, da passiert was bei.